Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und heute ein Replay vom Centurion 1, gespickt von Captain Alp. Vielen Dank an dieser Stelle. 8er, 7er, 6er Gefecht, also Top-Tier auf der Karte Ehrenberg. Da gibt's doch nichts Schöneres und mal schauen, wie er sich so schlagen kann und schlagen wird. Auf jeden Fall einer der Panzer. Try to fuck the Pershing. Okay. Alles klar, ich glaube, den Gegner Pershing, den mag er irgendwie nicht. Vielleicht kennt er sich schon oder er ist ein Spätzl. Auf jeden Fall sollen die Leute den Pershing versuchen zu... Piep. Nun aber mal, denn schauen wir mal, wer hier wen piept. Hier für ein Medium fast schon der übliche Weg. Hier auf die 1er, 2er, 3er Position, da die Hügel dann ausnutzen und die zum Schießen benutzen. So wie der Skoda. Nur der Skoda hat sich da jetzt so reingestellt, dass er selber nicht schießt. War jetzt nicht so clever. War natürlich schön gedacht, den Spotter zu machen. Aber man muss schon auch schießen. Und er prallt jetzt wiederum am MT-25 ab. Unglaublich ärgerlich. Wahnsinn. Da ist der Pershing, den er piepen will. Als ob er es gerochen hätte, dass er ihn will. So, der Type geht jetzt auf den Pershing aber sowas von extrem drauf. Und er schießt jetzt hier wiederum im Boden. So, der MT-25, der ist jetzt richtig aggressiv. So, und jetzt auf den MT-25. Auto-Aim und zack, sitzt gut. So, und jetzt sollte der Type eigentlich den, oder er macht den, nee, er macht den. So, der Pershing. YOLO, nice. Ja. So, und da drüben ist doch der Super Pershing. Da oben drauf sitzt. Und der Pershing wiederum schießt drüber. So. Nochmal vielleicht. Oh, ich drehe noch. Nee, schade. Ah, das ist natürlich ein schwieriger Schuss. Der nicht einfach mal so gut klappt. Und dann noch ein Uni. Da hat er jetzt einiges. Und da hat er eigentlich gerade noch den Helm gehabt. Also, ich habe mir schon gedacht, also da. Ja. Hat er auch getroffen. Perfekt sogar. Man hat sogar noch das Einschussloch gesehen. Und auch wenn der Super Pershing jetzt seinen Helm wieder drehen wollte, aber da ist er einfach zerstört worden. So, da jetzt der Uni. Also er hat für jeden gefühlt eine Kelle dabei. Nochmal. Es geht einfach. Und der letzte vielleicht schon. Nee, so viel Schaden macht er nicht. Der vorletzte. Und jetzt konnte der letzte kommen, aber der Uni, der hat sich da gefühlt schon seinem Schicksal ergeben. Auf jeden Fall drei Kills schon. 1688 Schaden. Da ist jetzt IS-6 und ein T-29. Das sind jetzt nochmal schon dickere Dinger, also gerade der ES6 ist ein unangenehmer Gegner. Also muss ich sagen, da habe ich auch immer wieder Respekt vor dem. Jetzt kommt er hier entlang gepäst, aber kriegt er keinen Schuss drauf. Und jetzt will er sich den Berg hier hocharbeiten. Da kommt er auch schon. Bietet ihm jetzt hier wunderbar die Seite an und dementsprechend kann er hier schön schießen. So, nee, ein schwieriger Winkel. Ja, da oben auf dem Helm drauf, ideal. Der Panther umfährt ihn jetzt auch. So, und jetzt dadurch, dass der Panther ihn umfährt, kann er wiederum wirken. So, jetzt probierst du der TGP auch. Der TGP wird wahrscheinlich auch noch eine Schelle bekommen.
Nee, der zerstört ihn sogar. Not bad. Su 100 kommt da nicht drauf, aber der T29 nähert sich da in großen Schritten und der kommt ihm vorne auf die Pfannplatte drauf. So, da wartet er praktisch schon auf ihn, aber da kann er hier auf jeden Fall wirken und noch gleich den zweiten nachlegen. Jetzt kann er nachladen und der prallt sogar so an ihm ab, wie man normalerweise nicht abprallen sollte. Also ganz einfach. Und der T29 dient ihn jetzt als Damage-Pinata. Und jetzt wird er rausgenommen. Kein gutes Spiel vom T29. Hätte er früher mal kommen müssen und vielleicht auch zu kuscheln. IS-3 prallt er ab mit Auto-Aim. Ich will jetzt einfach normal aimen und ihm immer hinten ins Heck schießen. Aber er bleibt mit Auto-Aim auf ihm drauf. So, und jetzt kriegt der IS-3 auch mal jetzt so, hoppala. Da schießt er irgendwas die ganze Zeit von hinten auf mich. Und das war auch wieder, warum er aimen hätte sollen. Das wäre nicht passiert. Ich würde jetzt da nicht hinschießen. Ja, ich hätte jetzt unten da Richtung Kette geschossen. Da kommt er doch super drauf. Weiß gar nicht, warum er das da oben ansetzt. Da, ja. Also. So, und jetzt ist er raus. Hat der Tiger ihn gut unterstützt. Schöne Zusammenarbeit, schöne Kooperation. 5 Kills. Was haben wir da? Der Uni. OI, Entschuldigung. Ein OI haben wir da auch noch. Wir sind alle einfach so fett. Auto-Aim. Schuss fliegt sehr schnell, deswegen kann man es auch da gut mal machen. So, jetzt feiert er hinter das Haus. Aber, oh, das ist ja sehr riskant, was der OI da macht. Und jetzt vielleicht noch auf den Helm. Ah, ne, der macht doch nur das Haus kaputt. Ja, und jetzt wurde er ins Jenseits befördert. Damit macht er auch seinen Krieger klar. Na, die sind alle hinterhalb. Deswegen kommt er da nicht drauf. Er guckt natürlich, weil er würde gern, aber klappt halt nicht. Aber Hellcat und T28 Prototyp, denke ich mal, wird er auch noch im Laufe des Gefechts, also zumindest Schwierigkeiten dürfte er keine mehr haben, sagen wir es mal so. So, jetzt, da ist der Prototyp. Läuft einfach. Wenn es läuft, dann läuft es eben. Au, jetzt schießt er mit HE. Der ging voll durch ihre Panzerung. So. Und jetzt wird er auch noch rausgenommen auf die letzten Meter. So ein One-on-One, der einfach nur stehen bleibt, klappt in der Regel nicht gegen den TD. Aber unterm Strich trotzdem gut gemacht. GG-Mi schreibt er auch. Ja, ein bisschen arrogant, aber in dem Fall hat er eine gute Runde gespielt. Deswegen darf er es auch mal schreiben. So. Mal schauen, was der Prototyp hier noch macht. Und da ist er jetzt raus und damit ist die Runde beendet. Knapp 6000 Schaden gemacht. Aller Ehren wert sind Centurion. War gut gespielt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.